virtuellen Welt nahe kommen, liebe ja, Freunde. Und passend zu diesem Thema haben wir eine Umfrage gemacht und die wollen wir uns, glaube ich, jetzt mal anschauen. Genau. Hättest du Lust? Natürlich. Dies Umfrage tut. On the screen. Jetzt. Ja, also virtueller Sex finde ich absolut schwachsinnig, weil es macht meines Erachtens gar keinen irgendwie Sinn und auch keinen Reiz aus, da irgendwelchen Polygonen zuzugucken, wie die sich da paaren. Also auch nichts für mich leider. Wenn man virtuell Sex hat, ist das meiner Meinung nach Fremdgehen, denn das ist ja eigentlich im Prinzip noch schlimmer, weil die Gedanken natürlich viel besser sind als das, was man tatsächlich beim Sex mit mir erlebt. Virtueller Sex kann ganz interessant sein. Man hat ja sehr viel Zeit zu beschreiben, was man tut und vielleicht ist im richtigen Leben ja nicht die Zeit für all das, was man da sich ausdenkt oder vielleicht auch nicht der Mut. Deswegen ist das eine ganz gute Alternative. Telefonsex ist auch zu empfehlen. Virtueller Sex ist für mich irgendwie nicht wirklich Sex, weil mir da der körperliche Reiz fehlt. Bei mir, würde ich sagen, gehört irgendwie irgendwas, was man anfassen kann dazu und wenn es nur die gute Susi ist. Aber Hauptsache, ich habe richtig Sex und nicht irgendwie irgendwelche Spielfiguren, die ich bewege. Das ist dann halt irgendwie kein Sex. Ja, also man sollte immer und überall Sex machen, weil es ist unsere Natur. Sex dient der Fortpflanzung und wenn wir irgendwann aufhören, regelmäßig Sex zu haben, ist die Menschheit dem Ende geweiht. Und deswegen bin ich dafür, dass man auch im Büro, auch während der Arbeitszeiten, einfach ständig Sex haben sollte. Zum Wohle der gesamten Menschheit. Second Life, so ein Schwachsinn. Man lebt nur einmal und da soll man halt schon die Sau rauslassen, nicht wahr? Und außerdem spiele ich eh lieber World of Warcraft. Second Life finde ich richtig scheiße. First Life finde ich besser und virtueller Sex ist halt für Versager. Virtuellen Sex in Computerspielen ist mir zu abstrakt. Also wenn ich ein Computerspiel spiele, dann denke ich nicht, ich bin die Person, die ich da spiele. Und von daher macht es mir auch keinen Spaß, so Pixelhäufchen zuzuschauen, wie sie Geschlechtsverkehr haben. Habe ich öfter gehabt, war interessant, aber die Gefühle fehlten mir. Virtueller Sex ist ziemlich langweilig. Also Second Life Sex ist meiner Meinung nach kein echter Sex, von daher nicht zu bewerten und einfach sinnlos. Ich finde es lustig, dass man diese Umfrage bei uns in der Redaktion macht und vor allen Dingen Leute, ich meine, lieber Eddie, mach doch niemandem was vor, du hattest doch nie Sex. Du kannst dir kein Urteil dazu bilden. Vielleicht hat er ja schon mal virtuell Sex. Ja, aber das ist, glaube ich, der einzige. Aber gut fand ich auch der Telefonsex, der auch empfohlen ja, wurde. Ja, Kollege Peer, der ist schon so eine kleine perverse Sau. Der hat Sau. Das schon gemacht. So ein Lustmolch, so ein Stelzbock. Mann. Solche Menschen arbeiten ich glaub, bei der uns. Ist auf der Top 10 Most Wanted List des FBIs für Stelzbockerei. Vor allem, man muss nur sagen, bei dieser Umfrage, was ihr nicht mitbekommen habt, bis auf den Prä, hat da keiner Hosen getragen. Es war der hosenlose Donnerstag bei uns und deswegen wurden alle nur von Waist Up gefilmt und da hatte keiner Hosen an. Dementsprechend ist wahrscheinlich auch das Urteil vom Nils ausgefallen, im Büro immer Sex haben. Ich glaube, einer der Praktikanten hatte sich vorher mit Nils vergnügt. Der war unterm Tisch, der diese Late Nights. Ich glaube, die Nights sind sehr Arschritter, sind das. So sieht die Sache mal aus, aber das ist eine ganz andere Sache. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ganz andere Sache, die alten Arschritter. Die Frage ist halt jetzt, die wir uns natürlich auch stellen, da freust du dich jetzt.